One. Ein Podcast mit Shelly und Christian. Heute ein Rückblick auf das verrückte Jahr. Shelly, ich hab's geschafft. Gerne. Hey. Podcast. Ach, da bin ich. Sehr schön. Oh. Und was für ein Stress. Überpünktlich. Ja, Alter, ich habe mir Mühe gegeben. Alter, was für ein Stress. Ach, Weihnachtsgeschenke, Adventskalender, Teamtreffen. Hey, hier, ich habe da was für dich. Also hier, greif mal kurz in deine Kamera. Ach, danke schön. Prost. Prost. Oh. Mhm. Besser? Ach, ja. Ja. Schön kalt? Oh, sehr gut. Top. Meine Herren, ist es bei dir auch so, dass das letzte Quartal im Stamping-Up, nein, nicht im Stamping-Up-Jahr, ist ja falsch, im Kalenderjahr, Stamping-Up-Hochzeit ist, abgesehen davon, dass ja auch noch Weihnachten ist und alles andere noch organisiert werden muss und in meiner Firma der Jahres, also gut, den hast du nicht, aber fühlst du das auch so, dass mehr zu tun ist im letzten Quartal? Also, naja, ich habe vielleicht in dem Sinne ja nicht noch die große eigene Firma, aber ich habe da den großen eigenen ersten Job, also den Job 1.0 und das Leben 1.0. Ja, was soll ich sagen? Hast du ein Loch für mich? Irgendwie so eine kleine Höhle, wo ich mich bis, sagen wir, Mitte April reinkriechen kann? Ja, ich nehme die einsame Insel. Vielleicht kommst du dahin einfach mit. Das klingt auch gut. Gibt es da Schirmchen drinks? Da gibt es aber kein Internet. Also. Das ist egal, das ist gut. Ich will kein Internet. Oh, wow. Ey, was war das für ein Jahr? Und jetzt haben wir Dezember. Ja, wir könnten jetzt Weihnachtslieder spielen und Lichterketten um den Kopf legen und tolle Fotos machen. Ist nicht zufällig gerade letztes Wochenende, erster Advent, war da nicht Wickede Weihnachtsmarkt? Ja. Ich frage für einen Freund. Also wäre gewesen. Hm. War ziemlich leer auf dem Marktplatz, war keiner. Ja, bei uns ist auch nichts. War auch kein schöner Rindenmulchboden, auf dem man nicht so kalte Füße kriegt. Hm. Kein Glühwein. Hm. Keine Weihnachtslieder, also keine kindergesungenen Weihnachtslieder. Hm. Keine Tombola. Hm. Virtuellen Weihnachtsmarkt hätte ich noch im Angebot. Der, ja, also, der ist schön. Ja, der lief den ganzen November. Ja, und jetzt gibt es ganz viele virtuelle Weihnachtsmärkte. Das ist ja auch der Hit, ja. Aber hättest du dir also ernsthaft, ja, als wir im März davon sprachen, wir müssen alle mal zu Hause bleiben, uns 10 Kilo Nudeln unters Bett legen und uns mit Klopapier zudecken, hast du ernsthaft geglaubt, dass das solche Ausmaße annimmt? Ich habe es befürchtet. Geglaubt, gehofft, nicht. Aber ich habe es befürchtet. Das ist schon krass, oder? Also meine große Befürchtung war eben, dass sich das im Sommer nicht ausrotten lässt. Das wäre der Hammer gewesen, wenn wir das ausgerottet gekriegt hätten. Es gibt ja die Theorien, dass man einfach sagt, ja komm, 3 Monate Versorgung durch die Bundeswehr und durch, weiß ich nicht, ne, und alle bleiben 3 Monate zu Hause und niemand geht 3 Monate lang raus. Dann wäre es weg. Tja. Ja, wenn man das weltweit so macht. Und erklär mir ganz kurz, wo kriege ich nach 14 Tagen noch Nudeln her? Hm. Sie verstehen das Problem. Mhm. Ja, und dann natürlich gab es eben auch ganz viele, die gesagt haben, komm, ich muss aber mal raus und ich muss draußen mal was sehen und ich fahre jetzt aber irgendwo hin. Ja, also ich habe eine Freundin, die hat sich im März ganz streng an die Vorschriften gehalten, zu Hause bleiben, von zu Hause arbeiten, keinen mehr sehen, nicht mehr treffen. Die hat sich im Sommer einen Therapeuten gesucht.
die hat so heftig Depressionen gekriegt, dass sie nicht mehr vor und zurück wusste. Und jetzt steht sie davor, dass sie sagt, naja, ich muss doch die Balance irgendwo finden, ne? Wenn ich mich jetzt wieder einigel und mich zu Hause verschanze und die Tür von innen verriegel, dann kann ich mir schon mal einen Termin beim Therapeuten organisieren. Ja, das ganz große Problem ist wirklich dieses. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben auf der einsamen Insel kein Internet und eigentlich will ich auch kein Internet mehr. Aber Aber stell dir mal andererseits. vor, wir hätten dieses Jahr ohne Internet gehabt. Stell dir mal Ja. vor, wir wären 100 Jahre zurück, spanische Grippe. Nicht cool. Naja, ich kann mir das nur nicht vorstellen, weil vor 100 Jahren gab es halt diese Globalisierung nicht, ne? Wir waren nicht so mobil. Da bist du mal in den nächsten Stadtteil gefahren und warst auf dem Markt einkaufen. Heute fährst du dreimal am Tag durch die ganze Stadt. Ja, aber früher hast du Jettest halt heute ein Wochenende nach Malle in Urlaub und auch das gab es eben früher einfach nicht. Da hast du Urlaub gemacht bei deinen Verwandten im nächsten Ort oder auf dem nächsten Bauernhof oder sowas in der Art. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das vor x Jahren so passiert wäre wie heute, weil wir eben heute so sind, wie wir sind. Nee, was ich meine ist, wir haben heute die Möglichkeit, dass wir eben Kontakt halten können. Wir können uns ja trotzdem sehen. Wir können uns nicht umarmen. Wir können uns nicht. Ne, das meine ich. Das ja, das ist der Vorteil an heute. Ja, also Ne? früher wäre es so nicht explodiert, aber wenn man denen früher gesagt hätte, bleibt zu Hause, dann hätten sie sich einfach nur mit ihrer Familie und vielleicht mit den Nachbarn am Gartenzaun getroffen. Genau. Ja. Und das, was ich meine. Ne, heute haben wir die Möglichkeit, obwohl wir so weit auseinander wohnen, wir können uns trotzdem sehen. Ja. Wir können trotzdem kommunizieren. Ja, das ist schon so. Also meine Downline hat irgendwie vor ein paar Monaten ganz treffend festgestellt, als wir noch nicht Corona hatten, haben wir uns nicht so oft gesehen. Ja, stimmt. Da muss man ja immer erst nach Stuttgart fahren. Genau. Das ist jetzt nicht so. Jetzt kann man einfach gemütlich abends den Schlafi anziehen, Zoom anschmeißen, sich einen Tee kochen und noch eine Runde schnacken. Das wäre nie in die Tüte gekommen mit jemandem in Stuttgart. Das kann ich vielleicht maximal mit der Nachbarin, aber. Ja, und du hast halt eben auch, ne, du musst dann nach dem netten Abend nicht noch 700 Kilometer nach Hause fahren. Genau. Na, du musst also nicht einen ganzen Urlaub, eine ganze Woche, was auch immer drumherum planen. Also die Vorteile dieses Jahr, dass man eben ja virtuell ein bisschen näher zusammengerutscht ist, wenn man es mitmacht. Das kommt auch ganz erschwerend hinzu. Ja, natürlich. Also das ist ja so ein bisschen, also ich habe das auch gemerkt. Workshops machen, ja, aber nur mit Demos, die eh dann auch in Zoom sind. Aber Kunden habe ich nicht alle erreichen können, weil die einfach sagen, nee, ich möchte gerne bei dir zu Hause basteln, da ist immer so nett, aber ich möchte nicht im Netz basteln und alleine zu Hause sitzen. Auch Teammitglieder sagen, ja, ist ja schön, wenn du jetzt digitale Meetings in Zoom hast, möchte ich nicht. Ich hätte gerne ein Teammeeting direkt vor Ort. Also. Alle erreicht man eben digital dann doch nicht, ne? Ich glaube, genau da ist das Problem, wo dann Menschen, die sich eben, ich sag mal, auf Nummer sicher bewegen, was du vorhin erzählt hast, ne, die dann wirklich zu Hause bleiben und dann aber sagen, digital möchte ich nicht, dass die wirklich einsam werden, das kann ich schon gut nachvollziehen. Und das sehe ich auch tatsächlich als Problem. Ja. Genauso ist aber auch das Problem, das ist mir in meinem ersten Job natürlich auch ganz klar aufgefallen. Mach mal drei Videokonferenzen hintereinander. Dafür stelle ich mich aber lieber den ganzen Tag vor eine Klasse und arbeite da. Und selbst wenn du sagst, wir machen die Videokonferenz nur mit 5 Leuten, das ist schon eine andere Hausnummer. Das ist ein Ja. ganz anderes Arbeiten. Auf jeden Fall. Das macht was mit dir. Das ist schon so. Aber trotzdem, also ich bin auch der Meinung, viele Menschen habe ich dieses Jahr öfter gesehen, nur eben virtuell, weil ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, zum Beispiel jetzt zu meiner Familie nach Großbritannien zu fahren. Ne, wenn du da hinfährst in Urlaub, bist du mal 1, 2 Tage da, wenn du Glück hast, eine Woche, aber mehr ist einfach nicht drin. Ja, und jetzt kannst du jeden Monat einen Abend Familienabend machen und dann kann da jeder erscheinen, der da möchte und dann, Genau. ja.
Ja, das ist schon so. Also ich denke, es hat einfach auch Vorteile. Man muss sie nur vielleicht ausprobieren und annehmen. Ich habe also schon auch Menschen kennengelernt in diesem Jahr, die erst sagten, nee, und will ich nicht und lass mich und so. Und wenn sie dann mal in Zoom waren und gesehen haben, wie nett das irgendwie ist und was man da alles so machen kann und dass man in Zoom auch gemeinsam frühstücken kann oder so, oder ein Spiel spielen oder, also es gibt so viele Möglichkeiten einfach digital. Und dann war das irgendwie dann doch nett und schön und die haben sich das angenommen und ja, natürlich ersetzt es kein persönliches Treffen, es soll ja auch nicht, aber wenn wir nicht dürfen, ist es besser als nichts. Also das ist, glaube ich, der Punkt. Und es das heißt nicht, dass ich jetzt nie wieder Workshops, Präsenzworkshops geben werde. Aber solange es Corona noch als Problem gibt, solange wird es dann Online-Workshops geben oder Online-Teamtreffen geben oder Online-Schulungen geben oder sonst irgendwas. Und ich glaube auch nicht, dass diese Online-Fall wegbrechen wird, dauerhaft. Also ich könnte mir vorstellen, ich finde das so lustig, ne? Präsenz irgendetwas ist das neue Wort wahrscheinlich des Jahres 2020. Bei uns ist es Präsenzunterricht. On stage at home. Der Leader Summit. Ich hätte nicht nach Amerika, ich hätte nicht drüber fliegen können, um daran teilzunehmen. Na, Wer hätte so das denn auch kon wollen? Also, das, nun ja, ich sag nichts. Ja, aber so war es die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Das gleiche on stage online. Wir konnten teilnehmen, weil wir eben zu Hause sitzen Ja. konnten. Oder Ja. sich mit einem weiteren Haushalt treffen. Genau. Das in kleinen Gruppen quasi, das war auch schön, ja. Ja, es hat sich vieles verändert tatsächlich, ne? Das Jahr war sehr, ja, Ja, da ich habe fehlen auch mir die noch. Worte. Genau, ich habe auch noch kein Wort dafür. Also es ist auch, es gibt auch Dinge, die wirklich viel von mir abgefordert haben. Auch dieses, ich rufe mal eben beim Steuerberater an. Das früher war, hallo Herr Steuerberater, ich bräuchte bitte und hier ist noch, die haben noch eine Frage. Gut, danke, tschüss. Beim Steuerberater anrufen in Corona ist, hallo Frau, sowieso kann ich Herrn sowieso, ach im Homeoffice kann er mich vielleicht zurückrufen, danke schön. Dann wartest du eine beliebige Zeit, bis das Telefon klingelt, dann ist also Herr Steuer, hallo Herr Steuerberater, ich habe da mal und können wir eine Frage beantworten und ach, haben Sie in der Firma, ja, fahren Sie übermorgen hin, ach toll, dann könnten Sie mir ja vielleicht übermorgen, ja, die Frage beantworten, wie nett, danke, schönen Tag noch. Also das Arbeiten ist einfach ein komplett anderes geworden, weil dann haben die Leute die Akten hier und den Rechner da und dann telefonieren und umschalten und wieder anrufen und geht alles nicht. Und das fand ich wirklich sehr, sehr Fordern. schwierig, herausfordernd, nervig streckenweise, ne? Die einfachsten Fragen können nicht mehr beantwortet werden, weil die Leute keinen Zugriff auf das System haben. Du musst immer wieder zurückgerufen werden. Die To-Do-Stapel wurden immer größer, weil ich kläre das und rufe sie wieder an, war die Standardantwort, die man so hörte. Und das fand ich in meinem Erstjob tatsächlich super herausfordernd in diesem Jahr, dass du mal irgendwie auch noch vorankommst, weil auch du musst ja irgendwie noch mit dieser Antwort weiterarbeiten. Es ist ja nicht so, dass du dir jetzt mit der Antwort, keine Ahnung, dir die vor die Wand nagelst oder so. Schön eingerahmt, Der noch ein Steuerberater hat Standbein ja drauf. gesagt. Ja, also schon, das war echt für mich die mega große Herausforderung. Also diese ganzen Termine abgesagt, dann wurde das ja irgendwann alles so ein bisschen wieder locker und dann musste die ganzen Termine alle nachholen. Dann musste hier noch, da noch, jenes noch und dann, ja, hast du gerade wieder alles auf Stand, dann bricht wieder alles zusammen, weil wir machen noch einen Lockdown Light hinterher. Weil es kalt. Es war wirklich eine große Herausforderung. Also ich bin ja eigentlich kein Mensch, ich kann Zeitmanagement, aber immer nur mein eigenes. Und
jetzt bin ich so angewiesen auf das Zeitmanagement anderer Leute. Und das ist etwas, was mich wirklich vor Herausforderungen gestellt hat. Das dauert alles unendlich lange. Ich habe einen Gutachter beauftragt, ich brauche ein Gutachten. Ich glaube, der arbeitet jetzt seit 4 Monaten an diesem Gutachten. Da, ja, er müsste da irgendwie noch Dinge, da müssten andere Leute und ja. Und? Ja, ich brauche erstmal einen Termin. Aha, gut, dann warten wir. Also warten ist das, was... ist das warte ja. Ja. Vielleicht ist das ein treffendes Wort. Naja, eigentlich auch nicht. Ich weiß noch, wie wir im März, April, höre ich dich sagen, boah, ich finde das total gut. Ja. Ich bin zu Hause, keiner darf zu mir kommen, ja. Keiner kann mir auf den Sack gehen, ich kann endlich mal in Ruhe arbeiten. Ja. Das hat auch wunderbar funktioniert am Anfang. Und ich weiß, wie ich im März, ne, völlig begeistert von PE with Joe und wir kriegen das gestemmt und wir kriegen das gewuppt und wir halten alle zusammen. Hm. Ja, genau, haben wir. Und dann ging es zurück in die Schule. Yes! Und dann konnten wir in diesen kleinen Lerngruppen arbeiten. Yes! War wirklich gut. Also ohne Witz jetzt, das hat super geklappt. Das hat so vielen unserer Kinder so gut getan. Naja, und dann kamen die Sommerferien. Und dann kam ein großes Loch irgendwo und alle Welt wollte los, was man auch verstehen kann. Und alle Termine, die wir im März geblockt und zugemacht haben, sind nach hinten geschoben worden. Hm. Und dann kamen sie aus dem Urlaub zurück. Und dann hieß es Corona hier und Fenster auf da. Und wir arbeiten mit Masken, wir arbeiten nicht mit Masken, wir arbeiten mit FFP2-Masken. Ja. Wir werden alle getestet, wir werden nicht getestet. Es gibt einen Impfstoff. Der Impfstoff ist noch nicht verfügbar. Der ist noch nicht zugelassen. Es ist auch sehr viel Unsicherheit. Ja, Schnelltests. Ach nee, wir haben nicht genügend Labore. Mhm. Ja. Und das Unwort schlechthin für mich ist das Wort Kohorten. Das war mir nicht angekommen. Echt nicht? Das sind Geburtenjahrgänge, die zu irgendwelchen Zwecken geschlossen betrachtet, also genau, Jahrgänge. Aber warum nennt man das dann Kohorten und nicht Jahrgänge? Ich habe das irgendwann mal gegoogelt, weil mir war dieses Wort tatsächlich komplett unbekannt und habe einfach mal versucht, das zu googeln. Und bei Wiki fand ich, wie man das so, wie soll ich sagen, also, ne, das Erste, was du ja liest, ist dann Wiki und da steht dann bildungssprachlich abwertend Schar, Gruppe von gemeinsam auftretenden, agierenden Personen. Warum muss denn jetzt noch ein Wort gefunden werden, was so abwertend ist? Warum kann man da nicht einfach Jahrgänge sagen? Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Ja. Ich benutze dieses Wort jedenfalls nicht aktiv in meinem Wortschatz. Ich finde das Wort einfach doof. Ich glaube, Jahrgänge wäre auch falsch. Ich glaube, Altersgruppen trifft es besser. Ja. Ne, die 35- bis 39-Jährigen oder die, ne, die 15. Ja, was auch immer in dem Zusammenhang dann benannt werden soll, kann man aber irgendwie, man muss doch nicht dann auch noch ein abwertendes Wort dafür finden. Also in meinem Empfinden. Vielleicht finden das andere nicht negativ. Kann das mir tatsächlich nur so erklären, dass es vielleicht nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Hm. Und dass das Wort im englischsprachigen Raum nicht diese negative Besetzung hat. Das wäre für mich noch eine Erklärung, warum man ein in Deutschland nicht unbedingt gängiges Wort, also das Wort Kohorte kenne ich, aber ich habe zum Beispiel sehr wenig Nachrichten geguckt, weil es mich wahnsinnig macht. Ich erkundige mich über die ganzen Bestimmungen und alles, aber ich kann mir im Moment... Ja. Aber es ist schlimmer geworden über die Zeit, ne? Also im März, als weiß ich noch,
hatte ich ja jetzt auch ein paar Mal schon gesagt, wir waren ja in Dänemark, während der Lockdown angefangen hat. Da haben wir hier quasi 24 Stunden vorm Fernseher gehockt, weil das keiner übergucken konnte, weil keiner wusste, was da passiert. Und ich habe also irgendwie einfach immer versucht, alles aufzusaugen, um zu verstehen, was da gerade passiert und was das ist und was das bedeutet und was das macht und überhaupt. Aber mittlerweile... Und den Teil, den du gerade beschreibst, den finde ich auch nach wie vor wichtig und über den Teil informiere ich mich nach wie vor. Mhm. Aber wenn ich mir dann angucke, was in meiner Welt gebildete Menschen, ne, Leute, die einen Hochschulabschluss haben, für einen Blödsinn von sich geben. Mhm. Ja? Was die für Dinge erzählen und ja. Das sind ich finde das auch einfach schwierig. Also ich habe im Frühjahr ja auch immer gesagt, ja, wir gucken mal, also der am meisten Angst hat oder das größte Risiko mit sich trägt oder was der entscheidet, fühlt er sich wohl oder fühlt er sich nicht wohl und dann werden wir weniger Leute oder der bleibt zu Hause oder also man guckt nach dem Schwächsten. So haben wir es eine ganze Zeit lang immer gemacht und Das hat in meinem Kreis total gut funktioniert. Es funktioniert auch heute noch total gut. Aber was ich eben schwierig finde, ist, wenn dann der eine erzählt dies, der andere erzählt das, dann kommt da so ein Attila Hildmann um die Ecke und du denkst, was ist da denn passiert? Also ich, als der da durch die Presse ging, Ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt zu glauben, dass dieser gebildete Mann und ich konnte überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe mir gedacht, dem muss doch irgendwie eine Vene geplatzt sein im Gehirn. Anders hätte ich mir einfach nicht erklären können, wie, also ich kann, und heute noch nicht, ne? Und dann sind ja einige noch nachgezogen. Wo ich dann immer nur dachte, das gibt es doch gar nicht. Also ich verstehe das nicht. Und wie die sich da so benehmen in der Öffentlichkeit dann auch, die kriegen doch nie wieder einen Fuß an die Erde. Ja. Und das ist so schwierig. Also ich entdecke auch in meinem Kreis, dass der eine das schlimmer empfindet als der andere. Und jeder so ein bisschen, also es ist nicht eine Meinung, sondern jeder hat so ein bisschen sein Level. Der eine sagt, ich lasse mich bestimmt nicht impfen. Der andere sagt, ich bin am besten der Erste, der vor der Tür von den Impfmöglichkeiten steht. So, alles okay, aber die lassen sich einfach ja nebenbei stehen. Und dann gibt es diese Leute, die dann sagen, wach doch endlich mal auf, sei doch nicht so manipulativ, lass dich nicht manipulierbar. Manipulierbar. Häng doch nicht den Massen hinterher. Werd doch mal wach. Und ich denke, wieso? Ich habe gedacht, ich bin wach. Und das ist der Punkt, wo ich den Fernseher einfach ausmache, weil ich es nicht ertrage. Weil ich wirklich dann denke, nein, ich, also. Und jedes Mal, dann ist der Drosten nicht mehr gut genug. Dann ist das RKI manipulativ. Dann wird das Antivirenzeug... wie heißt das, der Impfstoff, in Wasserwerfern durch die Gegend gesprüht? Dann müssen ja alle, die Bock haben auf Impfungen, mit sich vor diese Wasserwerfer stellen und sagen, hier! Und wie kriege ich das dann in meinen, wie kriege ich das dann in meinen Blutkreislauf? Schneide ich mir dann, ich frage nur. Ja, trinken vielleicht, ich habe keine Ahnung. Mit ein bisschen Desinfektionsmittel nachspülen und, also nein, okay. aber das ist einfach so Wahnsinn. So. Weißt du, es gibt Menschen, die sind von der Natur jetzt nicht unbedingt gesegnet mit großartiger Intelligenz und das ist völlig in Ordnung, dass es die Leute gibt, die sagen, okay, nee, ist nicht meine Welt. Ja. Und es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, ich verstehe das alles nicht. Also das ist mir einfach, ich verstehe diese Zusammenhänge nicht und ich habe jetzt angefangen, Dinge wirklich mal bewusst in leichter Sprache zu lesen. Es gibt Corona Erklärtexte, die Lockdown-Erklärtexte in leichter Sprache. Also für Menschen mit geistigen Einschränkungen, die das dann damit lesen können. Das ist schon spannend auch geschrieben, weil es wirklich so, ja, wie jetzt für einen normal intelligenten Menschen klingt es vielleicht manchmal ein bisschen lustig, so nach dem Motto, ja, dann ist dies und das.
Aber ich fand die Idee einfach toll, dass man damit auch alle erreichen kann. Und wenn ich mir Ich dann wollte gerade angucke. sagen, so kannst du versuchen, jeden zu erreichen, ne? Genau. Und das Einfach finde ich, irgendwie. ein Freund von mir arbeitet in dem Bereich, der macht das schon lange, der übersetzt quasi solche Texte in leichte Sprache. Das ist sein Job, finde ich total super und vor allem auch total wichtig, weil wir haben die Schüler ja auch in der Schule. Wir haben ja Schüler mit Förderschwerpunkt Lernen. Wir haben Förderschüler teilweise auch mit geistigen Entwicklungsstufen. Ist ja heute alles Inklusion, wird ja alles an einer Schule unterrichtet. Und das ist auch grundsätzlich völlig in Ordnung, dass das so ist. Aber wenn Nur ich da mir muss man dann den Rest angucke, anpassen. ja, und wenn ich mir dann angucke, dass es Leute gibt, die einen IQ von weit über 130 haben und die einen Kram erzählen, wo ich mir denke, von welchem Baum hast du geraucht? Ja. Was ist bei dir verkehrt? Du solltest Desinfektionsmittel nicht trinken. Ja. Das ist schon. Und das ist wieder das, wo ich dann also tatsächlich auch einfach, also total bei dir bin, zu sagen, nee, ich mache da den Fernseher jetzt wieder aus, ich mache jetzt auch Social Media aus. Auch das ist ja also wirklich ein ganz, ganz großer Verbreitungsraum davon. Und ich mache wieder meinen Kram, weil das erträgt meinen Kopf nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, davon werde ich verrückt. Das ist eben auch für mich der Punkt, den ich im Moment für mich gehe. Ich bin noch aktiv und schaue in den Bereichen, wo es mich interessiert. Aber ansonsten gucke ich, also was ich früher gemacht habe, dass ich einfach mal so da durchscrolle und mir so alles Mögliche angucke. Ich packe das Telefon oder auch das Tablet oder worüber immer ich meine Social-Media-Kanäle angucke, ich packe es immer öfter weg. Und lege es hin und sage, okay, komm, weißt du was? Ja. Das brauchst du gerade nicht. Ja, ich habe früher ganz, ganz viel auch Infektionszahlen angeguckt, ne? Den R-Wert, dann waren wir irgendwann mal bei dem Inzidenzwert und Genesene und Gestorbene und all sowas. Und mittlerweile denke ich, ja, keine Ahnung. Ist das wirklich wichtig, ob es jetzt einer mehr oder weniger gesund oder krank oder tot oder sonst was ist? Ich gucke auch diese Zahlen nicht mehr an, weil sie im Endeffekt mein Verhalten nicht ändern. Ich muss mich schützen, ob es einen Kranken oder eine Million Kranke gibt. Genau, und das ist eben der Punkt. Du denkst so und schützt dich, egal wie die Zahlen aussehen. Und andere Menschen brauchen halt die Unterstützung der Zahlen, um ja, zu akzeptieren, dass jetzt mal wieder alles geschlossen ist, dass mal wieder einige Existenzen wahnsinnig gefährdet sind, sicherlich auch kaputt gegangen sind dadurch. Was ich auch schwierig finde, nicht okay finde, aber ich kann verstehen, warum es gemacht wurde. Ich muss es nicht gut finden. Mein Verhalten hat sich nicht geändert, weil ich bin so oder so wenig rausgegangen, dadurch, dass ich ja in meinem Hauptjob sehr, sehr viel Kontakte habe, ist die Gefahr bei mir, dass ich mich anstecke, natürlich deutlich höher als bei jemandem, der wie du von zu Hause aus den Großteil ihrer Arbeit erledigen kann. Ja. Und ja, ich sag mal, eine geregelte kleine Gruppe von Menschen überhaupt ja nur sieht, einkaufen mal außen vor gelassen. Und so wie ich dich kenne, gehst du zu Zeiten einkaufen, wo es nicht brüllevoll ist. So wie du mich kennst, gehe ich gar nicht einkaufen. Ja, aber so das eine oder andere braucht man ja schon mal zusätzlich. Ja. Du hast ja nicht seit 4 Wochen das Haus nicht verlassen. Also nicht zum Einkaufen. Da gibt es hier tatsächlich Lieferdienste. Kauf nicht, ich gehe nicht in den Supermarkt. Wenn ich das Haus Das. verlasse, dann zum Arzt, um mich mit jemandem bewusst zu treffen, weil, also, ne, Social Distancing funktioniert eben einfach nicht. Da geht man eben, wird man auch krank von. Oder für die Arbeit. Aber nicht, weil ich irgendwie einkaufen musste. Das tue ich nicht. Ja, das funktioniert hier halt nicht ganz so gut. Ja, also nicht Bremen bei dir, sondern vielleicht auch Bremen bei mir. Ja, Aber aber ich gehe dann eben Fazit, zu erzähl. Zeiten, wo es, ich gehe dann eben zu Zeiten, wo es halt eben nicht, wer weiß, wie voll ist. Morgens um 7, da liegen sie alle noch im Bett.
Da bin ich jetzt mal auf dem Weg zur Arbeit. Ja, Eher da so kannst du abends um gucken. 9. Auch schön, ja. Siehste. Ja, Fazit. Fazit. Ein komisches Jahr. Ein herausforderndes Jahr. Ein kräfteraubendes Jahr. Aber auch ein gewachsenes. Ein gewachsenes Jahr. Es waren viele Dinge, an denen man wirklich auch wachsen konnte, an denen ja, man neue Wege entdeckt hat, an denen neue Wege geöffnet wurden, weil eben andere Wege zugenagelt wurden. Ne? Es wurden neue Türen geöffnet. Ja. Und es ist auch viel Gutes passiert. Genau. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie von einer Katastrophe in die nächste gerannt sind. Das war halt nur, also im Comic hätte man einfach die graue Regenwolke die ganze Zeit über sich gehabt. Die Das wäre ist, halt genau, das mitgefahren. ist Corona, das begleitet uns das ganze Jahr. Aber ansonsten hat man ja irgendwie seinen Weg gemacht und hat trotzdem Dinge erlebt und Sachen gemacht und ich war im Sommer da ein paar Tage an der Nordsee im Urlaub. Also auch Urlaub hat in irgendeiner Form funktioniert. Natürlich, ich bin ja sowieso nicht der Typ für Halligalli. Ich freue mich, wenn ich in diesem Hotelzimmer liegen darf, irgendwie einen Film konsumieren kann und mich alle Welt in Ruhe lässt. Das ist für mich Urlaub. Da habe ich mich aber auch nirgendwo angesteckt. Und ja, es war halt anders, ne? Es ist dann. Ja, für mich Urlaub ist leider schwierig. Campingplatz. Ja, ist zu. Wohnmobilstellplätze, diese Wohnmobilhäfen sind zu. Oh. Alles, was gewerblich irgendwie, also ich sag mal so, wenn ich mich mit meinem Auto irgendwo in die Botanik stelle für eine Nacht und meine Campingstühle, gut, bei -3 Grad, packe ich die eh nicht aus. Also ich meine ja nur. Wenn ich mich also irgendwo in die Botanik stelle, für eine Nacht darf ich da stehen, störe ich keinen, stecke ich garantiert mich nicht an und auch sonst niemanden. Und wenn ich meine Vorräte und mein Benzin oder mein Diesel da kaufe, wo ich ohnehin einkaufen gehe, schleppe ich das auch nicht mit mir rum und verteile es in anderen Regionen. Das finde ich halt ein bisschen schwierig, ne? Dass ich halt quasi die Möglichkeit hätte, mich irgendwo hinzustellen mit meinem kleinen Auto und zu sagen, ich bin jetzt hier und ich lasse mal die Nordseeluft 2 Minuten um die Nase wehen oder auch 2 Tage. Aber ich verstehe auch da wieder, warum man diese Grenzen aufziehen muss. Ja, sicher. Auf Na, jeden das ist, Fall. Ja. geht halt nicht um Leute, die sich ohnehin dran halten, sondern um die Leute, die halt die Unterstützung brauchen, weil sie sonst nicht schaffen. Ja, Fazit. Chaos. Wir sind, Positiv wie negativ. ja, wir sind dran gewachsen und wir werden auch 21 weiter dran wachsen, weil das Ding werden wir ja nicht mit dem nicht vorhandenen Feuerwerk abschießen. Ja, schauen wir mal. Was ich mir wünschen würde, was bleibt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass 2021 das Jahr ist, in dem wir Corona besiegen. Was ich Die mir wünsche. Anführungszeichen, die sage ich jetzt noch mal gerade, sie hat besiegen übrigens in Zeigefinger, Mittelfinger, Gänsefüßchen gesetzt. Das habt ihr nur leider nicht gehört. Ja, genau. Also besiegen in Anführungsstrichen. Genau. Was ich mir wünschen würde, was bleibt, ist die Möglichkeit, sich auch so weiter mit den Leuten online zu treffen, die man einfach sonst das Jahr nicht sehen würde. Und der Abstand an der Supermarktkasse, den Welcher finde ich Abstand? großartig. Echt? Also ich lasse Ja. mir hier immer nur berichten, dass die Leute sich da irgendwie, also Abstand kennen die nicht, aber. Das funktioniert hier hervorragend. Vielleicht der Also, Unterschied zwischen Stadt und Land. ja, also, dass man wirklich Aber nicht der jemanden hat. Abstand von meinem Lieferfahrer zu mir, der ist super. Nein, aber das tatsächlich kann ich nachvollziehen, ja. Es gibt einiges, wo ich denke, dass es wäre nett, wenn wir das beibehalten. Auch, dass immer alles so schön desinfiziert ist und so. Oh Und ja. wenn nicht so den Siff von anderen immer überall. Das finde ich auch nicht schlecht. Nee, absolut, da bin ich ganz bei dir. Und es ist ja nicht nur für die eine Krankheit, sondern eben für alles, was sich über Viren und über Tröpfcheninfektionen verbreitet. Mit Sicherheit etwas, wo wir. Also rotten wir jetzt Grippe aus. Genau. Warte.
Ja, siehst du, genau. Schon mal Maske auf. Lesen kann ich das leider nicht. Es ist auch Das. besser so. Das lese ich Okay. dir hinterher vor, wenn wir fertig sind. Ah, alles klar. Ist das wieder sowas für kleine böse Mädchen, oder wie? Ah Nein. ja. Aber Okay. passt nicht ganz hier ins Thema. Ach so. Ist nicht gebastelt, sondern geplottet. Ich verstehe. Nee, selbst gekauft. Ah, verstehe. Aber wir wollen ja keine Werbung machen. Nein, machen wir nicht. Außer für uns. Genau. Shelly, auf ein schönes Christiane. 2021 mit dir. Ich habe jetzt gar kein Sektglas hier zum Anstoßen. Ja, aber wir müssen ja die schlechte Nachricht noch rumbringen. Oh ja, da war ja was. Genau. Christiane, erstmal auch, ne? Auf ein schönes Auf ein 2021 schönes mit dir. 2021. Prost. Prost. Aber ohne Podcast. Wir verabschieden uns hiermit von euch. Ja, wir haben einen ganz, ganz tollen Podcast gemacht. Ich glaube, das ist auch eine schöne Folge, die man einfach hören kann. Und wir haben so viele tolle Ideen fürs kommende Jahr. Und ich kann sagen, es wird einen Podcast irgendwann wieder geben vom Stempelpalast. Aber nicht so ein Quassel-Podcast. Ich habe ganz, ganz tolle andere Ideen. Und ich gehe davon aus, dass Shelly da auch wieder drin vorkommt, aber nicht mehr in dieser Quassel-Formation, wie wir das jetzt gemacht haben. Nein, ab und an. Wie war Das das, wenn es am schönsten ist? muss man aufhören, genau, und neuen Wind und so und genau. Also müsst ihr uns einfach weiterhin stalken und dann kriegt ihr auch mit, wenn der neue Podcast an den Start geht. Oder einer der anderen tausend Dinge, die wir immer so auf die Beine Nebenbei. stellen. Machen. Habt ihr eigentlich schon heute bei Catch the Sketch reingeguckt? Also, oder den Adventskalender von Christiane angeguckt. Also, ich meine ja nur, wir haben noch genug am Start. Wir hätten übrigens auch noch eine Weihnachtschallenge laufen. Da müsstet ihr mich für anschreiben. Also, es gibt uns weiterhin. Es gibt auch ganz viele Aktionen mit uns, von uns, durch uns, aber eben den Podcast. So nicht mehr. Genau. Den entwickeln wir weiter und heben ihn auf Stufe 2. Trotzdem, liebe Shelley, vielen lieben Dank für die letzten, ich glaube, es sind jetzt 15 Folgen Es hat seit mir auch viel Spaß Oktober gemacht. 2019. Und ich fand es toll, durch so ein ganzes SO-Jahr mit dir zu gehen, auch wenn wir durch unsere Vorproduktion Corona ziemlich hinterhergehinkt haben. Daraus haben wir definitiv auch gelernt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber auch da, ne, musste man ja auch erstmal gucken, wie funktioniert denn das überhaupt? Wie kann man denn so einen Podcast aufnehmen, wenn man sich nicht sehen darf und so? Also Genau, die auch Vorproduktion Herausforderungen. Ja. war ja eben aufgrund der Entfernung geschuldet, Ja. dass wir gesagt haben, wir sehen uns alle 3 Monate mehr oder minder regelmäßig. Also hängt dann 3 Monate lang, reden wir noch über das Tolle der Welt und die Welt liegt schon platt. Das ist so Ja, toll. es war, hatte was. Ja, auf jeden Haben wir dann Fall. auch aufgeklärt irgendwann. Ja, Ja, und auf so jeden haben wir jetzt Fall. mit Zoom die Möglichkeit gehabt oder mit anderen Kommunikationsmitteln eben auf Entfernung Folgen für euch noch zu gestalten. Und das hat ja jetzt auch ganz gut funktioniert. Also, liebe Shelly, vielen Dank für das letzte Jahr oder das letzte ein Vierteljahr Podcast mit dir. Ich freue mich auf viele andere neue Projekte zwischen dir und mir, zwischen dem Stempelpalast und Crafts und Co. Oder wie es so weitergeht. Ich will auch nicht zu viel vorgreifen, ne? Genau. Also, ihr merkt, wir haben ganz, ganz viel am Start und ganz, ganz viel in Planung und wir brauchen einfach auch irgendwie mal ein bisschen Luft und Zeit und darum, Verabschieden wir uns, wünschen euch eine Tschüss. wundervolle Weihnachtszeit. Christiane, vielen Dank für die 15 Monate Podcast mit dir. Es war sehr schön, Sehr immer gerne. sehr lustig. Ja, oh ja. Manchmal. Fahren wir mal ein Mikro kaufen? Jetzt?
auf dem Weg zu meinem Teammitglied natürlich. Klar, warum nicht? Wir können noch mal eben Umweg machen. Kein Problem, kaufen wir noch ein Mikro. Und dann, ich habe noch eine Idee. Und dann war es Viertel nach drei. Ja, das stimmt. Und nicht nur einmal. Ja, ich erinnere mich. Nacht müde kommt doof, war, glaube ich, im Frühjahr unser Standardspruch. Mhm. Ach ja. Ja, euch auch vielen Dank fürs Zuhören, uns zu begleiten in 15 Monaten stempelnd. Ich will sagen stempelnd durchs Jahr, das stimmt nicht, weil das ist schon wieder was anderes. Aber kreativ. Basteln durchs Jahr vielleicht. Kreativ durchs Jahr. Und organisatorisch ein bisschen das Leben einer Demo oder zweier Demos euch näher zu bringen. Auch in Corona tatsächlich. Ja, auch in Corona, genau. Das war nicht vorher geplant. Richtig. Also, vielen lieben Dank. Alles Gute, bleibt schön gesund. Haltet Abstand, tragt eine Maske und alles wird gut. Bis nächstes Jahr, ihr Lieben. Bis nächstes Jahr. Tschüss.